Okay, Leute, es geht weiter. Und ja, was geht? Ja, ich weiß. Mein MB, wie soll ich die heilen? Wie soll ich die heilen? Das ist schon irgendwie ein Problem. Ich muss irgendwie mein MB heilen. Und ich brauche irgendwie eine Hoffnung und Licht und alles. Warte, kann ich jetzt das machen? Waffen. Ah, nicht Waffen. Charaktere. Spieler. MB ist 0. Ja, wie soll ich meine MB auffüllen, Mann, Maka? Okay, ich gehe einfach mal raus. Aber wie soll ich meine MB denn auffüllen? Gibt es hier irgendeinen Ort zum Schlafen oder wie? Zeigen. Objekte. Puppe. Ich habe jetzt halt 0 MB, da habe ich jetzt auch verstanden. Karte. Ah, ja, man kann sich auch ausruhen, ja. Vergessen, ausruhen, ja. Und ist jetzt mein MB voll. Gucken wir jetzt mal. MB. Charaktere. Spieler. 50 MB. Da muss ich wohl nochmal schlafen. Zweimal schlafen nützt was, glaub ich. Ich weiß, das ist geil. Okay, aber wartet. Okay, es geht weiter. Wie viel MB habe ich jetzt? Warte, Spieler. Immer noch 50, okay. Charaktere. Spieler. Und was brauchte ich jetzt nochmal? Warte, das war es. Und was ist das denn? Das nicht. Das auch nicht. Brauchte ich vielleicht Hund? Das ist Weisheit, das ist Wald. Das ist... Was ist das wieder? Stein, okay. Das ist frei, okay. Das ist Katze. Das ist Katzenteilmädchen. Frei, Hoffnung, okay. Ruhe, frei. Okay, ich gebe ihm mal ein bisschen davon. Und weiter. Humanoid. Aha, Humanoid. Okay. Ich gehe jetzt mal wieder zurück und guck mal, ob ich jetzt diese Katze heilen kann oder nicht. Aber erst besuchen wir mal Gustav. Gustav, was machst du da? Wie geht es dir? Reden. Und Roxas, vergiss nicht. Stille Körper, ja. Und dann wirst du deinen Schicksal im Auge blicken können. Okay, danke für den Rat, den ich längst weiß. Ich glaube, ich lade wirklich nur 8 Parts durch. Das ist jetzt gerade der 7. Part. Der 7. Part. Kamui habe ich schon gescannt, oder? Was? Ach so. Ah nein, das wollte ich nicht. Die wollte die Statue scannen. Mann. Okay.
brauchst nicht die Kurzlicht und Hoff. Dann kannst du sie retten. Jetzt such nach Kurz. Okay, ich brauche Licht. Und kann ich hier bitte durch? Bitte, lass mich durch. Mann, verschwinde, du alter Bastard. Wie soll ich die Katze retten, wenn du im Weg bist? Ah, ich kann hier schon durch, okay. Und was gibt's da oben? Okay, Schloss, Franale, irgendwas, kann ich noch nicht rein. Wie soll ich Licht bekommen? Okay, die Zofa haben mir ausgegannt. Warte, ist das Licht? Ja, das ist es. Okay, Hundefreund, okay. Okay, jetzt kann ich die Frau retten. Ja, nicht die, ach, die Katze meine ich. Jetzt such nach den Kurz. Ja, ich hab die schon. Inhalt. Monster nicht. Humanoid auch nicht. Charaktere. Wo sind Tiere? Das ist Franelle. Achso, das hier. Ah, Mann. Okay. Okay, das hier hin. Das hier hin. Mann, immer diese Probleme. Du hast diese Seite wirklich gefüllt. Ja, ich weiß, super. Aber was bringt es mir, wenn es jetzt gefüllt ist? Schatten hier. Du bist jetzt ein Schattenhundefreund. Ist sie jetzt böse? Keine Ahnung. Jetzt zurück. Jetzt das. Okay. Das dahin. Und Mann. Müsst ihr mich die ganze Zeit hier nerven mit euren Scheißproblemen? Mann. Das hier hin. Du kannst. Ja, ich weiß, dankeschön. Du dahin. Du hierhin. Und ist die Katze jetzt wieder am Leben? Ja, ich weiß. Und probier jetzt mal aus. Vielleicht ist sie jetzt Katze wieder am Leben. Jetzt such nach den Codes. Hab ich ja schon. Hä? Was hat der für Probleme jetzt? Ah, die Katze lebt wieder. So. Man musste nur eins rausnehmen. Aha, seine Wunden ist verheilt. Was zum Henker? Was? Wie kann das sein? Hahaha, hast du gesehen? Das ist die Macht des Buches. Was ist denn jetzt los? Wir haben gerade ein Wunder vollbracht. Warum sind alle jetzt so angespannt? Was ist das? Hexenwerk? Das muss Hexenwerk sein. Was ist jetzt passiert? Alle. Okay, ein neuer Charakter ist entschieden. Das sind 8 Parts, geht's nur richtig ab. Igitt. Eine Hexe, das muss eine Hexe gewesen sein. Sieh nicht hin, sonst verhext sie dich. Und du kommst jetzt mit mir. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß mit dir. Huhu. Okay. Willkommen in meiner Hexehütte. Ich bin Nana. Was? Nanai? Die Seherin. Nenn mich einfach Nanai. Sie ist eine Hexe. Sei auf der Hut, wir können ihr nicht blindlings vertrauen. Wie es der Zufall so will, habe ich so großes Interesse an dir. Wusstest du das? Deine Aura ist ganz anders als die anderer Menschen. Ja, deine Kraft ist meiner ähnlich. Eine Hexe wagt es, ihre Macht mit unserer zu vergleichen. Das ist doch unerhört. Hör zu, die Zaubersprüche der Menschen nutzen eine Abbild der Macht. Die Macht des Buches ist anders. Jetzt schließe deine Augen und ich werde in deine Zukunft schauen. Okay, viel Spaß dabei. Was soll das? Ich kann gar nichts erkennen. Was?
Wer oder was bist du? Meine Magie zeigt keine Wirkung bei dir. Sie wollte sowieso nur schmutzige Magie benutzen. Ha, boah, die Mühe ist vergebens. Hehe, ha 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 ha. Mensch, was ist denn in dir gefahren? Das war's, ich gebe auf, ich kann einfach nicht gewinnen. Keine Ahnung, woher du das kannst, aber... Ich habe noch nie solche Macht gespürt. Ich habe ja gesagt, diese Macht kann es sein. Kannst du das hier lesen? Diese Tafel ist ein Familienerbstück. Das sind Prophezeiungen. Und das sind wir im nächsten Part. Im letzten Part. Tschüss.